Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, den ich jetzt mal wieder aufleben lasse, nach ewig langen Zeiten. Und ja, fange mit einem neuen Projekt an und auch komplett mit einem neuen Spiel, hier in dem Fall mit Space Engineers. Und muss mich gerade noch gewöhnen daran, weil sonst habe ich immer Space Astronomy gesagt. Nein, es ist Space Engineers. Und wir werden hier in diesem Spiel mit vielen Sachen zu tun haben. In dem Fall, wir müssen überleben. Es wird durch einige Mods, die ich hier habe, ein paar Erleichterungen geben. Aber auch, es wird in dem Moment ein, hier zum Beispiel durch den Reavers, wird es in dem Fall Gegner geben. KI-gesteuerte Gegner, die entsprechend da dann das Ganze machen. Und ja, ich werde hier mal so ein paar Sachen einstellen. Einfach mal, um die Bearbeitung ein bisschen zu erleichtern. Beziehungsweise die, die generelle Umgang im Spiel. So. Endgültiger Tod lassen wir mal raus. Ingame-Skripte brauchen wir, weil wir werden nämlich einige Tools benutzen, die Skripte haben, womit wir dann entsprechend ja, wie soll ich sagen, Sachen automatisieren bzw. nutzen. Ja, unbefestigte Stationen mache ich jetzt mal nicht an. Das kann ich immer noch umschalten. Und ja, wir nehmen das Ganze mal YouTube. Und dann können wir damit nämlich hier im Sternensystem eine neue Basis praktisch beginnen. Wenn ich jetzt hier Planet Erde wähle, hätte ich zwar theoretisch das gleiche, die gleiche Möglichkeit, auch zu anderen Planeten zu gehen. Ich würde auf der Erde starten. Allerdings wäre dann schon eine voll ausgestattete Basis dort mit mehreren Sachen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich kompletten Überlebenskampf haben. Ne? Ja, es gibt eben halt noch mehrere Szenarien hier über die benutzerdefinierten Spiele. Aber nee, wir starten im Sternsystem einfach nur. Und ja, da fangen wir an und können dann dort einmal schauen, wie wir da überleben. Jetzt dauert das Ganze natürlich erstmal ein bisschen fürs Laden. Und dann müssen wir mal schauen. Und dann werden wir gucken, dass wir hoffentlich jetzt gleich in unserer Landekapsel ankommen und mit dieser Landekapsel auch vernünftig an einem vernünftigen Spot landen. Und das ist immer das Problem. Manchmal landet man an einem guten Spot, der vielleicht an einer Schräge gelegen ist. Und wenn dann die Kapsel aufkommt, dann rollt die erstmal noch den Berg hinunter. Und das ist immer recht schwierig. So, hier haben wir jetzt eben halt verschiedene Spawnpunkte, die wir uns aussuchen können. Ne? Titan ist in dem Fall der Mond, der bekannte. Ne, dann gibt es hier einen fiktiven Alien-Planeten, es gibt den Mond, es gibt einen erdähnlichen Planeten. Ne? Dann gibt es wiederum Monde, sind das hier, das ist der Mars selber, Triton. Da gibt es noch eine Respawn-Kapsel an einem anderen Ort und da ist die Schwerkraft etwas höher. Ne? Und dann kann man eben halt auch frei irgendwo in der im Weltall spawnen mit mit so einem kleinen Landungsschiff und muss dann praktisch selber noch erstmal da irgendwo hinfliegen, beziehungsweise muss dann gegebenenfalls unterwegs im Weltall erstmal Asteroiden abbauen, um seine Basis zu machen. So, wir nehmen den erdähnlichen Respawn-Punkt und da möchte ich nämlich starten. Von der Erde aus möchten wir alles andere erkunden. So. Und wie ihr seht, wir landen hier auf in einer recht grünen Gegend. Und wie ich gesagt habe, da ist wieder, wir haben wieder eine schöne
schöne Fläche, allerdings mit Schrägen. Da unten ist schon Eis und wir landen hier mitten in einer Senke zwischen den Bergen. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir gerade aufkommen, dass wir da auf der Stelle hier recht gerade aufkommen und nicht die Kapsel, nein, nicht kippen, nicht kippen. Oh, das ist doch klar. So, weil wenn wir das haben, dann können wir nämlich gleich unsere Kapsel nämlich noch wieder modifizieren und umbauen, um diese entsprechend zu nutzen. So, und wir gehen erstmal hier hin und schalten praktisch alles aus. So, die Batterie, die hat jetzt noch ein bisschen Energie, vollständig aufgebraucht in 2 Tagen. Das ist Realtime-Zeit. Ne? Bieten, umschalten, das ist umschalten. Okay, die können wir mal verriegeln, das Landing Gear. Weil dann haben wir nämlich den Vorteil, wenn die verriegelt sind, dann bleibt das Ganze nämlich so, wie es ist. So. Fördersystem automatisch auffüllen. Block umschalten aus. Wir machen den Generator mal aus. Den Ohrdetektor machen wir mal aus. Den Parachute machen wir auch mal eben aus, weil den brauchen wir gerade nicht. So. Den Cargo-Container haben wir. Das Survival-Kit lassen wir jetzt mal so, wie es gerade ist. Das ist der einzigste Strom, den wir gerade brauchen, wenn wir gerade was benutzen. Der Generator hier produziert gerade momentan keinen Sauerstoff. Wir brauchen aber auch keinen, weil wir ja auf der Erde sind, also können wir auch unser Visier einmal öffnen. So sollten wir jetzt noch ein bisschen Zeit rausgeholt haben und wir sehen auch, die Landing Gears sind alle auf grün und damit sind sie verriegelt und wir können uns eigentlich hier schon niederlassen. Wobei, das ist natürlich so eine ganz blöde Stelle, weil alles hier wirklich schräg ist. Das Plateau da drüben sieht besser aus. Ich muss jetzt mal so mich ein bisschen hier umgucken und mal schauen, wo wir denn hin müssen. Achso, ich sollte aber vorher eine Sache machen. Und zwar sollte ich mir den Treibstoff fürs Jetpack mitnehmen. Wir haben nämlich hier in dem H2O2 Generator haben wir eine Wasserstoffflasche drin. Die brauchen wir, die müssen wir im Inventar haben. Dann seht ihr unten da unten seht ihr dann bei der Anzeige H2, diesen orangenen Balken, seht ihr ein kleines Flaschensymbol darüber. Und damit können wir dann unser Jetpack nämlich nutzen. Und wenn das nämlich leer ist, füllt die Flasche den Vorrat dort automatisch und von ganz alleine auf. So. Ja, hier hinsetzen ist auch blöd. Ich würde gerne da unten hin. Da unten würde ich gerne hin. Also müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir unsere Kapsel ein wenig modifizieren und die mit der Kapsel dann da ein wenig runterfliegen. Gut, ich könnte die Kapsel auch im Kompletten abbauen und mit runternehmen. Würde mir aber nichts bringen, weil dann habe ich keinen Punkt, an dem ich mich wieder wiederbeleben kann und habe dann da keinen Punkt. So, jetzt müssen wir erstmal hier so ein bisschen die Front ein wenig entlasten. So. Dann müssen wir den Fuß hier unten einmal ansiegen und dann können wir ihn wieder zusammenschweißen. Dann kriegen wir nämlich neue Blöcke und das ist nämlich genau der Hintergrund bei diesem Spiel. Der Fortschritt, in dem Fall, um neue Sachen bauen zu können, wird hier darüber gemacht, dass man eben halt das vorige Element einmal bauen muss. Bedeutet also, wir haben hier zum Beispiel hier oben haben wir die einfache Montageanlage. Wenn ich die jetzt baue, kann ich die darunter liegenden Blöcke in der ersten Ebene, also die hier, hier und hier unten, ja, kann ich dann bauen. Wenn ich diesen dann hier zum Beispiel baue, die Montageanlage, kann ich die darunter liegenden Module wieder rum bauen, ja. Und das geht immer so weiter, bis es dann irgendwann ganz hier unten alles voll ist und damit kann man dann entsprechend, kommt man vorwärts. So. Jetzt wollen wir unsere Sonde hier nehmen, unsere kleine Landekapsel hier nehmen, um in dem Fall vorwärts zu kommen.
Bei Space Engineers ist es allerdings so, man braucht, um je nach Richtung, in die man will, braucht man jeweils immer eine Schubdüse, Minimum. So, wir brauchen aber auch entsprechend so viel Schub, dass wir nach oben kommen. Das heißt, wir haben hier ja 4 von diesen Atmosphärentriebwerken. Ja, und die müssen wir erstmal steuern können und dazu müssen wir in unserem Sitz rein und da können wir aber nichts steuern, weil das ist nur ein einfacher Passagiersitz. Ne, ihr seht es hier, drücken Sie F, für, um im Passenger Seat zu betreten, in dem Fall Platz zu nehmen. Den bauen wir jetzt mal ab, den brauchen wir nicht. Genauso wenig wie den Fuß, der da drunter jetzt gerade in der Quere hängt. Achso, da waren noch Sachen drin. Ach, siehst du, die habe ich jetzt nämlich vergessen. Sehen Sie? So. Das haben wir. Und jetzt brauchen wir nämlich einen entsprechenden Sitz dazu. Bedeutet, wir gucken jetzt mal nach dem Pilotensitz, beziehungsweise nach dem Kontrollsitz. Nee, Steuersitz heißt der hier. Ach, die Sitze sind... Es ist leider mit der Suche ein bisschen verflixt. So, wir nehmen hier den Steuersitz. Den nehmen wir uns mal hier unten in unsere Leiste rein. Wenn wir den jetzt hier reinsetzen, können wir in dem Fall hier jetzt über die Taste Bild auf, Bild ab, Position 1, entfernen und Ende, können wir das Ganze drehen und können den dann auch setzen. So, das haben wir jetzt gemacht und jetzt können wir hingehen mit unserem Schweißgerät und können den auch schweißen. So, ein paar Sachen haben wir schon im Inventar, die wir dafür brauchen. Und jetzt taucht hier rechts in dem Fall einmal auf, dass wir Computer brauchen. Die tauchen rot auf, die fehlen uns, um diesen Sitz fertig zu machen, um den in ein funktionsfähiges Level zu bekommen. Hierfür müssen wir jetzt dann einmal Material uns holen. Material können wir ganz einfach holen. Wir nehmen und schnappen uns hier über die 3 den Bohrer. Und der hat 2 Modis. Einmal einen, um Tunnel zu graben, um einfach vorwärts zu kommen, ohne Material einzusammeln. Der andere ist der Linksklick in dem Fall, mit dem kann er Erze einsammeln. Jetzt gibt es einen Trick, um diese Erze einzusammeln. Man hält in der Regel F oder man ist so faul wie ich und holt sich dafür ein Tool. Deswegen hier gibt es die Ore Collection, die seht ihr hier an der Stelle. Ja, die ist jetzt ready. Und wenn ich jetzt einmal hier links drücke, dann steht da Collecting. Das heißt, immer wenn ich hier alles, was ich jetzt einsammeln könnte an Erzen, was hier jetzt gleich rausflutscht, sammelt er automatisch ein und drückt für mich praktisch automatisch F. Ja, das ist also einfach für die Faulen. Und dann richten wir den Bohrer einfach mal nach unten und sammeln mal so ein bisschen hier ein. Und ihr könnt hier an der Seite eben halt diesen lilanen Balken über der Funktionsleiste sehen. Da seht ihr, wie groß unser Rucksack gerade gefüllt ist. Den machen wir jetzt einfach mal voll. Und dann schauen wir mal, dass wir entsprechend da was zusammenzubekommen. So. Wenn man jetzt zweimal, also einen Doppelklick macht, dann seht ihr hier, ich habe die Hände frei, er bohrt trotzdem. Ne, das ist auch ein schöner Vorteil daran, man kann eben halt dann mit dem Doppelklick den Bohrer in so eine Art Automatikmodus versetzen und er bohrt und bohrt und bohrt einfach weiter und man braucht nur noch die Maus hin und her bewegen, um hier einen schönen, runden Tunnel zu bekommen. So, jetzt haben wir mal recht viel schon hier ein Riesenloch reingebuddelt. Gucken wir mal, was wir dabei rausbekommen. Dazu müssen wir jetzt hier hinten an unser... Achso, ich sollte nicht mehr hocken. Dazu müssen wir hier hinten an das andere Ende, an dieses Ende. Hier ist ein sogenanntes Survival Kit drin. Dieses Survival Kit macht für uns eben halt viele kleine Aufgaben. Einerseits zum Beispiel produzierte Sachen. Und andererseits können wir dort eben halt auch Sachen umbauen in dem Fall, beziehungsweise wir können, es produziert für uns Sauerstoff, beziehungsweise es stellt so gewisse Sachen für uns parat, dass wir uns heilen können, ja? So, wenn wir jetzt dann wir haben das Erz reingetan und wenn wir jetzt einmal dann hier auf diese Barren klicken, dann seht ihr, dann produziert er auch schon dazu, aber ich will ja jetzt nicht immer einzeln klicken, also habe ich die Möglichkeit, einmal über Shift und Linksklick direkt 100 Stück zu machen. Mit Steuerung Linksklicks sind es 10, die ich hinzufüge, und wenn ich beides drücke, Steuerung und Shift, sind, und dann hier draufklicke, sind es sogar 1000.
Und damit seht ihr, haben wir schon mal hier so ein bisschen Ressourcen zusammen. Und wir brauchten jetzt 10 Computer, also drücken wir die Steuerungstaste, gehen hier auf die Computer, drücken einmal links. Und das Survival Kit wird jetzt diese Computer herstellen und dann sind die auch hier im Inventar zu sehen, beziehungsweise hier vorne unter Inventar kann ich sie dann mir rausholen. Und wenn ich sie dann in meinem Inventar habe, kann ich mir den Handschweißer in die Hand nehmen wieder, kann hier hingehen, kann einfach dann schweißen. Und es waren 15 Computer, seht ihr, da habe ich mich dann schon wieder vertan. Ach, wir gehen wieder hier hinten dran. Produzieren und drücken dann 5-mal die Computer rein. So, wenn wir die dann haben, können wir die uns ins Inventar holen und können dann wieder weiter schweißen. So, und dann fehlen uns noch 2 Anzeigen. Das müssen wir dann auch noch alles machen, ne? 2 Anzeigen, wir gehen wieder auf Produktion. Hier sind die Anzeigen zu sehen und nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte keine 200 haben. Ich wollte nur 2 Stück haben. Das war jetzt aus Reflex, dass ich diese Steuerungstaste gedrückt halte. Ach, ich sollte sie auch natürlich aus... Ich sollte sie auch in mein Inventar packen. Beziehungsweise die Shift-Taste hatte ich gedrückt, weil ich ja weil ich das übernehmen wollte. Was machst du denn hier? Du nervst mich, du kleine Ecke. Warte, so. Weg damit. So, und dann... schweißen wir den Sitz hier fertig und dann ist der jetzt auch schon fertig. Und damit lässt sich das Ganze schon mal zumindest etwas steuern. Problem ist, wir kommen damit jetzt gerade nur mal nach oben. Weil wir haben keine Vorwärtstriebwerke, wir haben keine Abwärtstriebwerke. Wobei, abwärts brauchen wir ja nicht, es sei denn, wir liegen auf dem Kopf. Das versuchen wir möglichst zu vermeiden. Und ja... alles andere müssen wir dann schauen und wir müssen ja auch nur diesen kleinen Hupser bis da unten hinschaffen zu dieser geraden Fläche, wo dann auch der Schnee und der Eis ist. Da kriegen wir mit Sicherheit auch noch ganz viel Ressourcen, die wir brauchen. Einmal und dann würde uns das ja schon reichen. Wobei ich sehe gerade, da drüben ist ein unbekanntes Signal. Ich glaube, das holen wir uns erst einmal. Wir nehmen den Bohrer aber für den Weg in die Hand, weil wir haben dann entsprechend die Möglichkeit hier... mit dem Bohrer nämlich Erze zu suchen. Der hat einen kleinen Erzdetektor drin und da sehen wir nämlich schon das erste, das ist Eis. Ja, Eis wird hier gebraucht, um eben halt Sauerstoff und Wasserstoff aus Wasser zu gewinnen. Und ja, man muss eben halt hier immer Lösungen finden, mit denen man dann entsprechend... dann an diese Sachen rankommt und beziehungsweise diese Sachen auch benutzen kann. Ja, Wasserstoff und Sauerstoff werden hier zum Beispiel in Eis sehr hoch konzentriert genutzt, wenn man jetzt ins Weltraum, in den Weltraum geht. Also wenn man zum Beispiel nach oben geht, dann kann man damit sein Raumschiff mit Sauerstoff versorgen. Deswegen haben solche Schiffe dann meistens auch mehr als einen Generator, weil sollte einer mal unter Beschuss kaputt gehen, so hat man dann entsprechend die Möglichkeit natürlich auf einen zweiten zurückzugreifen. So, wir holen uns mal, wir gehen mal zu diesem unbekannten Signal. Ah nee, wir nehmen noch die Bohrmaschine in die Hand. Einfach mal nur, falls wir noch ein Erz finden, rein zufällig. Weil es gibt noch eine zweite Möglichkeit, an Erze bzw. ranzukommen oder bzw. die zu finden. Falls der Detektor des Gerätes mal nicht ausreicht. So, wir gucken mal. Weil dieser Detektor hier hat wirklich nur eine sehr, also der Detektor in dem Bohrer hat nur eine sehr kleine Reichweite. Es gibt noch Detektoren, die kann ich an Schiffen, Fahrzeugen und allen anschließen. Die sind dann etwas leistungsstärker. So, jetzt muss ich ihn aber hier aus der Schlucht da einmal bitte raus. Ich möchte da nicht nochmal rein. Ich glaube, ich fliege gleich zurück mit dem Jetpack. Das ist, glaube ich, wesentlich effektiver gleich. Ne? Aber wir sind ja auch mitten in so einem Gebirgspass drin und das ist eben halt so ein Punkt, wo wir dann gucken können, später mal, dass wir ruhig den ganzen Berg hier abtragen. Es gibt viele, die dieses Spiel eben halt auf unterschiedliche Arten spielen. Die meisten sagen, okay, ich nehme den Rechtsklick hier zum Beispiel beim Bohrer, um mal eben schnell einen Tunnel zu machen. Und lassen aber die Ressourcen, auch wenn es wenige sind, wenig Ressourcen, lassen die aber praktisch weg, verpuffen. Und ich bin aber einer, ich sage immer, egal, ich nehme diese Ressourcen mit. Ne? Ich kriege dafür durch recht viel an Ressourcen. So, wir fliegen da jetzt hin, ist mir jetzt egal, das letzte bisschen. So, da das ein unbekanntes Signal ist, gucken wir mal, was es denn hier gibt. So,
Das ist eine kleine Drohne. Hier gibt es einen kleinen Knopf oben dran. Die hat auch ein kleines Signal, also einen kleinen internen Speicher. Da können wir mal dran. Da gibt es zum Beispiel Space Credits. Wir kriegen Herstellungskomponenten und interne Panzerung. Interne Panzerung brauchen wir oder werden wir noch häufig brauchen, um eben halt Sachen zu bauen. Ja, und hier werden wir uns jetzt einmal mit der Drohne, die Drohne einmal anklicken, weil da gibt es so eine Art kleine interne, spielinterne Lotterie, über die wir dann eben halt was gewinnen können. Und hier haben wir die Beggar Boots zum Beispiel jetzt bekommen als Item. Das ist ein Design für unsere Schuhe, die wir bekommen haben. Da gibt es unterschiedlichste Sachen. Aber was man auch ganz gut machen kann, ist diese kleine Drohne einfach mal zerlegen. Hier ist eine Fallschirmluke. Wenn wir die zerlegen, kriegen wir zum Beispiel Motoren, Computer und sowas alles. Und ja, auch interne Panzerung und Stahlplatten. Das sind alles so einzelne Komponenten, die wir immer wieder brauchen. Ja. Um jetzt gleich zum Beispiel unsere Sonde, die wir da haben, beziehungsweise unser kleines Gefährt, zu verändern. Nur mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir jetzt, glaube ich, gleich nur noch den Rückflug machen werden. Und dann einmal, wenn wir den Rückflug gemacht haben, diese Folge schon beenden. Weil ich habe mir gedacht, so für dieses Projekt werde ich so die Folgen auf 20 Minuten halten. Und dann werden wir schauen. Wir werden dann einmal in der nächsten Folge unsere Drohne, beziehungsweise unser kleines Landepad hier so weit modifizieren, dass wir da einmal runterhüpfen können. Und dann sollte das eigentlich auch klappen, dass wir da unten ankommen, hoffentlich. Ja. Es würde ja schon reichen, wenn wir so 10 Meter hochkommen von der Höhe her, damit wir auch nicht zu viel Energie brauchen, um nach oben zu steigen und dann einmal, wie gesagt, da runterfliegen können. So, dazu müssen wir dann natürlich mehrere Sachen haben. Hier unten ist, wie gesagt, noch eine Sache, die muss ich noch gleich jetzt hier wegmachen. Da dieses kleine Wasserstofftriebwerk, das muss ich einmal ein bisschen kaputt machen und muss es dann einmal schweißen, weil... Siehst du, ich kann es doch gar nicht mehr schweißen, weil es unbekannte Technologie ist. Also machen wir es gleich ganz weg. Dann können wir es gleich auch noch, können wir die Wasserstofftriebwerke hier oben dran setzen, können wir die da bauen und dann nutzen. Ich hoffe, ich freue mich, euch in der nächsten Folge zu sehen. Der Intervall der Folgen, wann die rauskommen, ich denke mir, ich werde so 2 Folgen pro Woche machen. Ist noch nicht klar. Ich denke mal, eine wird samstags kommen, eine mittwochs. Das ist so ein schöner Intervall. Und dann könnt ihr euch freuen immer auf eine neue Folge Space Engineers mit dem Commander. Bis dann!